eigentlich los? Das ist das Ende der Welt! Tada! Hey, das ist ja Ariel! Kommt ihr mit zu einem Picknick auf dem Land mit ein paar frisch gelegten Eiern von glücklichen Hofhühnern? Was sagst du, ein Picknick? Finde ich cool! Hoppla! Nicht so schnell. Ich hab gesagt, auf dem Land. Mit zwitschernden Vögeln und einem karierten Tischtuch. Wir sind am Start! Ihr seid nicht im Kino. Autofahren ist kein Spiel. Ja, ja, das ist der Knaller. George! Aber, Mom! Sag mal, müssen wir nach der Videothek links oder rechts abbiegen, Mutti? Könntest du vielleicht einen Blick auf die Karte werfen, Schnullerbacke? Na gut, dann schauen wir mal. Mach ihn platt! Ich will eigentlich picknicken und keine fettbackigen Kinder in Minivans verfolgen. Ja, na, guck mal, einer schaut! So sieht die Schose also aus, ja? Das kommt eben dabei raus, wenn du besonders schlau sein willst. Das haben wir doch nur aus lauter Liebe zu dir gemacht, weißt du? Er hat mir schon reingebumst! Taro! Na? Nennst du das etwa Autofahren, hä? Was legst du dich auch mit Geekster dem Schröckelichen an? Was? Was meinst du denn? Naja, dein Alter hier ist durch den Kreisverkehr gebrezelt wie nicht ganz dicht. George, füll sofort einen Unfallbericht aus. Hinste knicken, wir unterschreiben Nixe. Sieh doch nur, was du angerichtet hast. Dafür musst du zahlen. Für was denn zahlen? Kannst du vergessen? Das ist die Schuld von Fettbacke hier. Was muss er denn unbedingt so tun, als ob er Schumi wäre, hä? Es ist doch nur wegen unserer Söhne. Ihre Ferien sind ruiniert. Das sieht nach gewaltigem Ärger aus. Vergessen wir mal, dass du mein Auto zerlegt hast. Und wir regeln die Sache einfach auf eine andere Art. Ich glaube, Geeks kommt in Argumentationsnot. Habt ihr einen Erste-Hilfe-Kasten? Bleib ruhig sitzen. An den Strand! An den Strand! An den Strand! Hallöchen zusammen. Ich bin George. Und weil euer Kumpel mein Auto kaputt gemacht hat, fährt er uns jetzt brav zum Strand. Ja, stimmt genau. Und zwar ganz freiwillig, ohne Zwang. Aua! Oder sonstige Druckmittel. Ich hab dich genau im Auge, du Schwein! Vergiss das bloß okay, nicht! Okay, ihr Turteltäubchen, das reicht jetzt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Gib mir das Lenkrad! Ich bin dran! Hey, Griffel weg! Jetzt gib dem Jungen endlich das Lenkrad! Oder willst du ihm die Ferien versauen? Ja, ja! Dann gib sie ihm! Au, ja! Hey! Hey, was hast du denn vor? Es hat sich ein für alle Mal ausgepicknickt. Mein Gott, die ist ja richtig hysterisch. Ja, ich bin auch enttäuscht. Also was zu viel ist, ist zu viel. Ich bin sowas von voll satt.
Ariel, bitte lass uns nicht allein mit denen. Tut mir leid, aber ich trampe lieber. Aber wir sind mitten in der Wüste. Da hält keiner an. Kann ich dich mitnehmen? Ja, vielleicht. Wo darf ich dich hinbringen? Halt einfach die Schnauze und fahr. Gerne. Winke, winke. Gute Fahrt. Bobby ist schlecht. Was hat der Kleine bloß gegessen? Das werden wir gleich sehen. Nicht in meiner Karre! Alle von Bord, Kinder und Kotzer hey, zuerst! Hey, das ist ein Bus und keine Kotzschüssel, Kleiner! Los, los, weiter weg! Geht's dir nicht gut, Kleiner? Sag, Wachtmeister Sackpfeife, wer dich zu diesem üblen Streich mit der Polizei angestiftet hat! Tja, das waren diese Enten da drüben in dem Bus. Ach ja. So, die kommen gerade richtig. Die nehmen wir gleich mit. So, Jungs, wir fahren zurück zum Revier. Wir haben noch jede Menge Scherze, die jemand wegputzen muss. Wow, fettes Picknick. Na gut, dann fahren wir jetzt mal zum Strand. Ja! 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 Planschen!